Hallo liebe VeloMotion-Zuschauer, mein Name ist Patrick und ich darf euch heute auf eine kleine Tour mit dem brandneuen Canyon Grizzle mitnehmen. Wir werden einfach mal hier ein paar Kilometer schrubben. Ich kenne die Strecke auch noch nicht so, aber Landschaft sieht jetzt schon Bombe aus und ich werde euch ein bisschen was zu dem neuen Fahrrad erzählen und genau, ich wünsche euch viel Spaß. So wie viele von euch wahrscheinlich wissen werden, hat Canyon ja schon das Crail als Gravelbike auf den Markt gebracht. Und jetzt erst vor wenigen Monaten kam dann das Grizzle dazu. Mit dem Grizzle will Canyon mehr in die Richtung Adventure, Touring oder Bikepacking gehen. Und deswegen verfügt das Fahrrad auch über einige Details, die sich gerade auf den Bereich spezialisieren. Wir haben zum Beispiel an der Carbongabel mehrere Punkte, um zum Beispiel Backpacking-Taschen oder einen Mount oder ein Gestell zu montieren. Das gilt auch für den Rahmen. Hier auf dem Oberrohr zwei Mounts, wir haben zwei Flaschenhalter. Was ich aber auch sagen muss, dafür, dass es in die Richtung Touring geht, mein klar hinten ist relativ eng gehalten. Man hätte hier auch noch ein paar Mounts machen, dran packen können, da hätten wir zum Beispiel einen Gepäckträger dran packen können. Auch für mich als eigentlicher Mountainbiker sehr interessant ist der Kettenstrebenschutz. Das verhindert Schläge, Kratzer, Platzer von der Kette, wenn ihr mal auf ruppigerem Untergrund unterwegs sein solltet. Das hier ist das CFSL-Modell, wie schon gesagt eine Carbon-Gabel und passend dazu natürlich auch ein Carbon-Rahmen. Hier das Stück kommt in einer recht schlichten grauen Variante mit schwarzen Decals. Canyon hat aber auch noch ein paar echt bunte und auffällige Varianten, die mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. So, ich bin zurück mit dem Canyon Grizzle, war auf jeden Fall eine lustige Runde. Gehen wir kurz auf die Geometrie ein. Wir haben hier ein ziemlich sportliches Gravelbike, heißt es ist schon eher in Richtung Rennrad. Wir haben hier einen Reach von 409 mm in der Größe L und einen Stack von 605 mm. Vergleichen wir das mit einem klassischen Adventure Bikepacking-Fahrrad wie das Ritchie Outback, dann ist das hier definitiv sportlicher. Die Kettenstreben sind jedoch recht kurz gehalten, hier haben wir 435 mm. Dadurch wirkt das Fahrrad auf den Trails oder in engen Situationen ziemlich wendig. Das Grizzle kommt in 7 verschiedenen Rahmengrößen, dabei sind aber nur die kleinsten Größen mit 650B Laufrädern erhältlich. Die anderen Größen kommen alle mit 28 Zoll. Da man aber bei einem Gravelbike durchaus einiges an der Performance mit Hilfe der Reifen rausholen kann, hat Canyon die Gabel so konstruiert, die Carbon-Gabel, dass man da bis zu 50 mm breite Reifen verbauen kann. Das hilft dem Grizzle auch, da wir tatsächlich sagen müssen, dass der Komfort ein bisschen unausgeglichen ist. Heißt, wir haben hinten einen ziemlich flexiblen und komfortablen Hinterbau. Das liegt unter anderem an der Sattelstütze. Vorne durch die Carbon-Gabel ist das Fahrrad aber generell relativ steif. Hier kann man dann mit Hilfe des Reifendrucks, des richtigen Reifendrucks im Gelände für die richtige Situation ein bisschen mehr am Komfort rausholen. Canyon war so freundlich und hat uns das Grizzle in der CFSL8 Variante zur Verfügung gestellt. So wie es hier steht, kommt das Ganze für 2.999 Euro. Beim Schaltwerk setzen die Koblenzer auf die Gravel-spezifischen Komponenten von Shimano. Die GRX kommt mit Umwerfer an der Front, der die Kettenblätter von 48 auf 31 Zehen bedient. Die Kassette hat eine Übersetzung von 11 auf 34 Zehen. Die Bremsen sind ebenfalls von Shimano, sind die MT800. Die kommen mit Premium Centerlock Scheiben mit der Ice Freezer Technologie. Das Canyon Grizzle CFSL läuft auf DT Swiss G1800 Laufrädern. Die sind aus Alu mit einer Felgentiefe von 25 mm und einer Breite von 24 mm. Darauf sind Schwalbe G1 Bite mit 45er Breite montiert. Diese, müssen wir ganz ehrlich sagen, sind optimal für den Einsatz. Wir haben super viel Grip, nicht zu viel Rollwiderstand,
Heißt, man kann schön Strecke machen und bergab, wenn es mal im Gelände ist, hat man ausreichend Grip. Dazu kommt, dass diese tubeless sind. Heißt, man kann gut mit dem Druck spielen und dadurch, wie schon gesagt, ein bisschen was an Komfort aus der Front rausholen. Kommen wir zum wichtigsten und spannenden Teil des Tests, dem Fahreindruck. Wir waren mit dem Grizzle nicht nur auf den Wanderwegen im Bayerischen Wald unterwegs und auf Trails im Bayerischen Wald, sondern auch an entspannten Strecken wie an der Isar. Da ist uns aufgefallen, es ist vielleicht nicht unbedingt so tourenlastig und Adventure-Bike, wie man es von anderen Herstellern gewöhnt ist, aber das Grizzle macht es auf seine eigene Art und Weise ziemlich, ziemlich gut. Der Lenker könnte durchaus ein bisschen breiter sein oder ein bisschen mehr Flair gebrauchen. Heißt, wenn es dann bergab geht und wir im Gelände unterwegs sind und wir vor allem unten greifen am Bügel, ist es doch relativ schmal und dadurch vielleicht ein klein bisschen unsicher. Auch beim Komfort hinten haben wir zwar die Carbonstütze, die über Flex verfügt. Vorne ist es jedoch relativ steif. Wie gesagt, das kann man mit den Reifen einigermaßen ausgleichen und man gewöhnt sich durchaus auch dran. Ansonsten waren wir tatsächlich ziemlich begeistert vom Canyon Grizzle. Es ist ein tolles Fahrrad, es ist eine tolle Ausstattung zu einem absolut fairen Preis. Es gibt das Ganze auch noch in anderen Varianten. Dazu verlinke ich euch den geschriebenen Test unten in der Videobeschreibung. Das war's soweit von mir und dem Canyon Grizzle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr mehr Videos von uns sehen wollt, vergesst nicht das Abonnement. Schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung, dort findet ihr mehr Tests und mehr Artikel. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Oh,